Herzliches Willkommen zum allerersten Let's Play von mir, Oggi. Heute mal ohne Didi, muss ich mal leider auskommen mit. Aber dafür mit dem Spiel Overlord. Ein Spiel, damals erschien, 2007 müsste das sein. Und ja, ich habe das mal vor ein paar Jahren gespielt. Es geht eigentlich nur darum, dass ein großer, böser, dunkler Herrscher alle anderen Reiche, glaube ich, einnehmen möchte. Wie gesagt, ist schon ein bisschen länger her. Ich lasse mich jetzt einfach mal auf das Spiel ein. Neues Spiel. Und dann gucken wir uns mal das Intro an. Meister. Böse steht euch gut. Machen wir uns auf den Weg. Es gibt Schändliches zu tun. Ich spüre, wie das Land vor Furcht erzittert. Okay. Damit geht's los. Schergen Meister und treuer Diener der Dunkelheit. Die Unschärfe wird vergehen und eure Muskeln werden wieder geschmeidig. Ihr habt sie. Diese Höhle ist die Brutgrube, Meister. Heimat und Geburtsort der Schergen. Nun, da ihr hier seid, könnt ihr Schergen durch dieses Schergenportal rufen. Okay, dann fangen wir mal an. Seht euch die bösen Gesichtlein an, bereit auf euren Befehl zu plündern und zu zerstören. Das freut mich. Fahren wir fort. Folgt mir, wenn ihr die Feinheiten des Kampfes und der Schergensteuerung kennenlernen wollt. Wenn ihr allerdings lieber gleich etwas zerschlagen wollt, treffen wir uns besser oben im Thronsaal. Ich bin eher dafür, dass wir uns gleich im Thronsaal treffen. Die Schergen folgen euch überall, Meister, solange ihr ihnen keine Aufgabe geht. Dann kommt mal mit, Jungs. Als Overlord müsst ihr mehr tun, als Feuerbälle zu werfen und Chaos zu stiften. Das echte Böse braucht Können. Und vielleicht ein bisschen Machtlust. Dornröschen ist wohl ein bisschen angerostet. Unser Hofner. Ich hätte ihn schon lange ins Jenseits befördern sollen. Lehrt ihn Respekt vor dem Overlord. Na, dann wollen wir mal den Narren schlagen. Oh, ihr kitzelt mich. Das ja, ich hoffe das nicht mehr. Und das. Haltet euch nicht zurück. Und zack und zack und zack. Ja, so langsam kommt es zurück. Das Böse vergisst man nicht einfach so. Kommt schon, Metallklumpen! Zeig mir, wie böse ihr seid! Was? Wenn ihr rennt, konzentriert euch, dann könnt ihr ein bewegliches Ziel problemlos treffen. Genau, so ist es richtig. Wie viele Schläge hält ihr denn bitte mit der Axt aus? Ihr bewegt euch wie ein toter Dachs, aber ihr riecht schlechter. Ihr könnt ihn nicht erreichen. Eure Schergen müssen das für euch übernehmen. Hey, ihr erinnert mich immer so ein bisschen an Meister Yoda, der Typ. Ich weiß nicht wieso. Macht ihn nieder. Oh, es wärmt mein dunkles Herz, sie so herumrennen zu sehen, wie sie versuchen, sich gegenseitig zu töten. Alles klar. Ruft eure Schergen zurück, Herr.
Ohne Schergen. Hey, Herr Overlord! Zeigt mir, was böse ist! Wenn ihr wollt, dass eure Schergen einen komplizierten Weg verfolgen, müsst ihr sie leiten. Okay, dann müssen wir da hoch. Mal her. Jungs, und dann haben wir ihn gleich erreicht. Das nennt ihr böse? Oh Lord, total überschätzt. Naja, wir werden sehen. Lasst ihn nicht entkommen, Herr. Lasst eure Schergen ausschwärmen. Ich wette, er lässt sich ein. Sonst mache ich das. Ah, jetzt ist er da oben. Kommen wir da rüber, über den Seiteneingang? Ja, schön. Und zack. Alles tut mir weh. Ihr seid jetzt bereit, Meister. Folgt mir in den Thronsaal. Das Böse erledigt sich nicht von allein. Ja, das stimmt. Ihr könnt ihn gern noch ein wenig verprügeln. So. Dann folgen wir mal dem alten Weisen. Und dann gucken wir mal, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Das ist der Thronsaal. Euer Thronsaal, Herr. Na, schönes Leider Ding. Da kann man heute keine Bastion des Bösen errichten, ohne dass elende Helden versuchen, sie zu zerstören. Der letzte Haufen war besonders lästig, hat einfach euren Vorgänger getötet. Jetzt seid ihr ja da. Das Böse findet immer einen Weg. Sie haben auch den Großteil des Turms zerstört. Das ist nur ein kleiner Rückschlag für die Kräfte des dunklen Herrn. Ihr seid der neue Overlord. Baut den Turm wieder auf, bestraft diese sogenannten Helden und errichtet ein dunkles Territorium. Dies ist das Turmportal, Herr. Leider fehlt seine Energiequelle, das Turmherz. Aber es ist noch etwas Energie übrig. Gerade genug, um euch dorthin zu transportieren, wo sich das Herz zuletzt befand. Wenn ihr bereit seid, Herr, tretet durch das Portal. Wir sehen uns auf der anderen Seite wieder. Euch zum Gruße! Weisester Meister! Ja, dann wollen wir mal. Ah, ihr habt das Tode Schritten, Herr. Diese ruhige Wildnis, so ländlich und idyllisch, ist das nicht abscheulich? Versucht nicht einzuatmen, Herr. Diese Tore sind alte geheime Verbindungen zwischen eurem Turm und diesem Land, durch die ihr Schergen rufen könnt. Im Moment könnt ihr nur Braune rufen. Ihr müsst die anderen Schergenstämme finden, bevor ihr sie herbeirufen könnt. Vielleicht finden wir in dieser grünen Grässlichkeit auch einige unserer gestohlenen Turmobjekte. Eure Schergen warten. Ihr müsst sie nur herbeirufen. Und das machen wir in der nächsten Folge. Es ist zwar jetzt nur eine ganz kurze Folge geworden zum Einstieg, aber es folgen auf jeden Fall noch weitere Let's Plays, wo die auch auf jeden Fall länger gehen werden. Ich verabschiede mich an dieser Stelle, hoffe, dass ihr einen schönen Tag habt. Abonniert unseren Channel, abonniert uns bei Facebook, folgt uns auf Twitter. Wie gesagt, das haben wir wirklich nicht. Und dann brechen wir auf und töten an dieser Stelle. Tschüss.